Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich, dass ihr am Start seid. Heute mit einer Runde Vi ist ja gebufft worden. Ist super krass stark im Jungle. Deswegen habe ich mir gedacht, testen wir die gute Frau mal. Ja, das Ganze heute, ne, richtig im Assi-Style mit einem grauen Tanktop. Ja, ich meine, ne, muss auch mal sein. Und außerdem, ja, ich hoffe, dass heute nichts mehr leckt, was Cam angeht. Und ja, mein Ton ist immer noch so ein bisschen anders, glaube ich. Ob es jetzt unbedingt schlechter ist, könnt ihr ja gerne sagen. Wenn ihr das Gefühl habt, hey, das geht gar nicht, dann schreibt das bitte auf jeden Fall rein. Es ist allerdings gar nicht so einfach zu fixen mit dem Sound, also, weil der sich tatsächlich, ich habe ja hier noch so ein Mischpult-Ding und es ist unglaublich schwierig, da einen ordentlichen Sound, ohne dass er übersteuert und alles. Deswegen, ich bin da noch nicht ganz durch, ja, da bin ich noch am rumtüfteln. Falls ihr aber sagt, ja, hey, das ist hier oder das ist da und was auch immer, könnt ihr das natürlich gerne sagen. Ich habe jetzt einfach mal mit Q gestartet, ist wahrscheinlich nicht die beste Idee. Aber haben wir jetzt einfach mal gemacht. Wurde ja auch gebufft, ne? Also warum nicht? Ich glaube, W wäre der beste Start gewesen. Aber W-Start ist super langweilig. Ich meine, wer macht denn sowas? Ne? Wahrscheinlich jeder. Aber ist okay. So, dem geben wir jetzt eine mit. Zack. So, Frage ist, ja, machen wir mit dem Gromp, würde ich sagen. Nehmen wir die W mit. Ja, nehmen wir einfach mal die W mit. Ja, dann kriegen wir den hier auch tot. Dann gehen wir, wir gehen hier für die neuen Jungle-Routen. Und dann gehen wir direkt den, den Taunty einsammeln und dann gucken wir mal. Die Gegner haben im Jungle Nocturne. Ich habe jetzt auch seit 1910 wieder kein League gespielt. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass ich jetzt eine freaking crazy Tastatur am Start habe. Das heißt, die ist länger als normale Tastaturen. Also links ist sie halt, da ist noch so eine extra Leiste. Und deswegen ist da, wo eigentlich das Q ist, das W. Ja, und alle Tasten sind versetzt. Das ist komplett GG. Das ist wirklich komplett GG. Ich hoffe, ich gewöhne mich daran. Aber, ja. Midlane ganken ist schwierig. Wir können ja immer gucken. Wobei ich habe noch kein E. Ohne E können wir, glaube ich, die Vögel vergessen. Wir können ja gucken, ob wir den anderen Taunty noch bekommen. Das wäre ziemlich, ziemlich nice. Na, ja, wenn wir beide Taunties bekommen. Ich denke, wir werden in dem Game super viel AD kaufen. Ich habe nämlich auch hier richtig viel AD und richtig in den roten Baum reingeskillt. Und na, dann schön. Hier, guck mal, was ist hier los. Ne, jetzt hier, guck mal, den könnten wir, wir haben halt leider nichts außer Autotext, den smiten wir weg, das ist cool, jetzt haben wir die E. Wenn jetzt LeBlanc nicht AFK wäre, wäre das insane gewesen. Aber, ne, das ist ein Ding, das müsst ihr lernen, Leute. Aber wir haben den Taunty bekommen, deswegen sind wir absolut zufrieden. Ich frag mich, warum der sein Schild angemacht hat. Hat der mich gesehen? Und hat, wollte, oh, ich glaube, da war ein Ward drin und er hat mich gesehen. Und er wollte unbedingt aber den Taunty halt haben. Ich glaube, so kann ich es mir nur erklären. So, aber das ist doch ziemlich cool. Und jetzt jedes Mal, wenn wir Denting Blows aktivieren, geht das hier runter. Richtig, geil. Das ist richtig nice. Ja, müssen wir mal gucken. Jetzt können wir wieder unser Schild aufbauen. Zack, einmal hier durch. Dann haben wir das Schild. Wir werden die E maxen, obwohl ich die E hier, wie man sieht, immer nur teilweise kurz einmal aktiviere. Den könnten wir fighten. Allerdings wäre das immer noch ein 1 vs 2. Der Typ hat weder geflasht noch ignited. Typischer Yasuo-Spieler. Was soll ich da tun? Was soll ich da tun? Irgendwie ist das Licht hier, glaube ich. Das macht irgendwie so einen komischen Schatten auf meine Backe hier. Was ist denn das für ein Schatten? Wo kommt denn der her? Was ist denn das? Ja, grundsätzlich hätte ich Bock, sie zu fighten. Aber wir können das auch erstmal so machen. Oh. Zack. Ja, wir können sie auch... Geht der Red Buff da drauf, wenn ich sie hier durchschlage? Weiß man nicht. Könnte sein. Was ist das für ein Schatten? Wo kommt der her? Da irgendwo weiß man nicht. Das hier? Nee. Ich glaube, das ist wegen der Kerze, die ich hier anhab. So, ja, dann gucken wir mal. Gucken wir mal, jetzt habe ich... Ja, farmmäßig bin ich ganz gut dabei. Unser Toplaner ist natürlich ein bisschen am Struggeln, muss man tatsächlich sagen. Zack, die nehmen wir mit. Wir könnten sogar auf Crit gehen rein in der Theorie, weil... Crit-Vai ist ja jetzt möglich, ja. Ich glaube nicht, dass es gut ist, aber es ist möglich. Also, warum nicht? Die pushen wir einmal durch. Zack. Wir könnten jetzt direkt, wir gehen, glaube ich, direkt für den Straight Gank Toplane. Sie war noch nicht shoppen, das war ein richtig krasser Fehler. Das heißt, sie hat keine Items. Rein theoretisch ist der Yasuo, abgesehen vom Level, aber er ist vor ihr, ne? Weil er hat halt drei Items und sie hat halt nur die Flask. Vielleicht ist der Gnome noch da, ich glaube nicht. Doch, der ist sogar noch Dark Isle, den gönnen wir uns auch noch eben. Ja, dann sind wir eigentlich ganz gut durchgejungelt hier, 1200 Gold. Level 5 ist soweit aktuell nicht verkehrt. Und ich wäre immer noch in der Nähe hier oben, falls was passiert. Na, wir könnten, ich weiß nicht, ob das klug ist, dafür einen Dive zu gehen, ganz ehrlich. Ich meine, die Minion Wave ist riesig, aber das geht auf jeden Fall in die Hose. Und der ja so, da will ich mich jetzt auch nicht zu sehr drauf verlassen. So, kaufen wir uns ein bisschen das. Ne, ist ein sehr schöner Bell, haben ordentlich AD gekauft. Gucken, ob wir noch Taunty-Infix einsammeln können.
Also, ich glaube, das liegt an der Kerze, die ich hier habe. Wenn wir das jetzt mal wegtun. Oh, die ist. Oh, da rastet direkt mein ganzer Greenscreen aus. Na, jetzt sieht's immer noch verrückt aus. Ist es das? Weiß man nicht. Wo kommt denn das her? Ist es das? Boah, niemand weiß es, Leute. Niemand. So, Taunty. Taunty. Den gönnen wir uns. Ist einfach zu dunkel. Jetzt könnte jetzt aber auch wirklich Real Talk mal wieder heller werden draußen, hätte ich gesagt, oder? Jetzt allmählich wäre es nicht verkehrt. So, ich bin unterwegs. Wir müssen jetzt mal... Da unten sehe ich mich completely. Da sehe ich mich completely. Leute, ihr müsst jetzt aber auch irgendwas machen. Oh shit, ich habe meine Q benutzt. Aber, hey, mein Team macht eh nichts. Also, von daher, was soll ich tun? Was soll ich tun? Ja, jetzt, Leute, wenn ihr jetzt kommt, könnten wir das rein theoretisch fighten. Leute? Naja, also ich mache guten Schaden, aber... Da passiert überhaupt gar nichts da unten. Also wirklich überhaupt gar nichts. Es kann sein, dass Pike mich gesehen hat. Aber wir gehen no risk, no fun. Das gehört halt auch ein bisschen dazu. Das heißt aber, beide Botlaner sind gerade weg. Leute, wenn ihr jetzt kommt, könnten wir für ein gigageiles Sandwich gehen. Ha! Ha! Ah! Leider ist meine Botlane halt full AFK, muss man sagen. Full AFK. Einfach full AFK. Bruder, Teppichtroller ist er einfach. Can you stop AFK, please? Holy shit. Holy. Da hätte man so krass was machen können. Also Silas kam ja irgendwann noch. Kate kam halt gar nicht. Und dann heißt es nachher heißt es dann ja, Jungler, ne? Aber ich bin da jetzt nicht so, ne? Irgendwie koma ich mich manchmal. Ja, mein Setup ist alles noch ein bisschen, ne? Das muss jetzt, muss alles, ja, ist nicht so einfach tatsächlich, weil es auch einfach richtig dunkel ist, Leute. Wenn es dunkel ist, dann ist das mit dem Greenscreen sowieso komplett gegeben. Weil ich ja, das einzige Licht, was hier ist, ja, okay, ich habe noch eine Lampe, eine kleine, aber ist die Kerze. Wahnsinn. Wahnsinn. So, gönnen wir uns den. Zack. So, Taunty. Wie sieht's denn aus? Toplane 2-2, das ist gut, Midlane 2-0, Botlane intet halt full rein. Botlane ist voll im Int. Tja, schade, dass ich den Red Buff nicht bekommen habe. Nein, nicht mal Nocturne war da. Frage jetzt, ob ich jetzt wirklich wieder Botlane gehe. Eigentlich heißt es ja never gank a losing lane. Und wenn die Lane wenigstens Bock hätte, aber ich habe das Gefühl, die haben beide überhaupt gar keine Lust auf Kills. Habe ich so das Gefühl. Taunty kommt, aber ich würde gerne Red Buff haben. Dann gehen wir. Wir gehen Vögel, Red Buff, Taunty, Botlane. Falls Taunty dann noch da ist, wir testen es. So, zack, gönnen wir uns die. So, jetzt ein Mechanic. Ha! Ja, okay. Fast. Ja, es hätte fast geklappt. Hätte Fahrradkette. So, gönnen wir uns den. Silas has stolen Pike's Ultimate. Das ist nicht so geil. Ne, stopp, das ist unser Silas. Dann geht's. Dann geht's. Okay, wir gehen mal Midlane, glaube ich, weil, na, sie hat zwar zwei Kills, aber sie hat, das ist noch relativ unausgeglichen. Ich bin da. Ich bin da, Sir. Hier, get sie dir. Gern sie dir. Ich glaube, das ist die hier. Ja. Ha! Oh! Oh Gott, die LeBlanc hat sich echt trollen lassen. Oh Gott, ich spiele halt, mein komplettes Team ist full AFK. Ja, jetzt ist sie auch noch tot. Zu Recht, muss man sagen. Zu Recht. Warum sollte die Nico da oben weglaufen? Oh Gott. Vielleicht können wir noch was machen, aber bin mir da relativ unsicher. Vielleicht kommt sie aber wieder. Nee. Ja, schwierig, Leute. Schwierig. Wir können ja nochmal Botlane gucken, aber meine Hoffnung auf die Botlane ist, ich weiß nicht, ich glaube, die bessere Chance ist hier wirklich irgendwie nur ein Vogelcamp zu machen. Wir könnten ja around Bot stayen, ja. Falls irgendwas passiert, bin ich in der Nähe. Das wäre ja schon mal ein Anfang, oder nicht? Okay, Nocturne ist auch hier. Guck mal, das heißt, ich bin da. Ich habe nur keine Ult, aber er auch nicht. Wir machen mal hier den Grump. Ich bin unterwegs. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Zack, das ist schon mal cool. Frage ist, packen wir zum Punkt ins W? Habe ich. Kann man hier was machen? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ult. Pike ist gleich wieder full life. Also Damage ist nicht schlecht, aber das ist noch
ziemlich. Ich glaube, wir gehen mal shoppen erst. Wobei, ich würde mich hier noch sehen, falls Nocturne kommt oder so, hier noch in der Nähe ist. Wir haben ziemlich viel Gold. Wir sollten das auf jeden Fall erstmal investieren hier. Kaufen wir uns das, kaufen wir uns nochmal. Komm, ne? Wir gehen für den Fullbild, Leute. Fullbild ist da. Ich weiß noch nicht, wir hätten vielleicht Trinity oder sowas kaufen sollen. Ich weiß es noch nicht genau. Wir bleiben mal in der Nähe vom Drachen und wir müssen auch nochmal für Nico gehen. Die muss unbedingt sterben. Na, ich ping nochmal, dass ich hier unterwegs bin. Wir könnten halt entweder straight durch die Lane gehen, aber ich glaube, das klappt nicht. Ich glaube, wir nehmen nochmal eben so ein Camp hier mit. Zack. Ja. Okay, Botlane, jetzt ist jetzt die Frage, wo geht's hin? Hier unten nicht. Hä, wo ist der hin? Wo ist der Nocturne? Ach, oben. Okay. So, ich bin unterwegs. Nicht weggehen. Dude! Oh Mann! Alter, wieso willst du denn mit so einem Team gewinnen? Ich werde es jetzt alleine machen, aber. Wie willst du denn mit so einem Team gewinnen? Da unten bin ich. Außer wenn er vielleicht nochmal kommt. Dann vielleicht. Guck mal, er hat sogar oben beide gekillt. Das ist ja Wahnsinn. I outed the end, I had no mana. Ja, okay. Wenn das so ist. Oh, das ist interessant tatsächlich. Aber. Also, ich würde mich auf dem Bruder da ja noch sehen, aber. Ich weiß nicht, ob er noch Ultimate hat. Vielleicht unterm Tour. Wobei Lucian auch bald wiederkommt. Ha, jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. Sehr gut. Ne, Pike zu kriegen ist auch immer so ein kleines Wunder. Weil er so glitschig ist wie so ein... Ah, no! No! Okay, das war ein bisschen int, muss ich zugeben. So, was kaufen wir? Was kaufen wir für Schuhe eigentlich? Ich glaube, wir gehen die Swiftness-Schuhe. Weil dann slow ich mich nicht ganz so stark. Das ist eigentlich ganz cool. Wir kaufen uns das hier. Play around me, why? Ja, also grundsätzlich hat er recht, Leute. Na, ich will ja auch mal hier. Also, ihr solltet um die Lanes die Gewinn spielen. Weil die Chance, dass er jetzt zergängt wird von ihm, was zwar gar nicht geklappt hat, aber ne, kann ja auch klappen, oder von ihr auch, oder von allen, ist relativ hoch. Ne, und deswegen, wenn ich dann auch da bin, dann stirbt er auf jeden Fall nicht. Und wir gewinnen das 2 vs 2 immer. Das ist eine coole Idee, mein Greenscreen. Ja, also, ja, ist ein bisschen schwierig ist schon, Leute. Ja, vor allem hier. Ist das die ganze Zeit schon so? Ich kann da ein bisschen entgegenwirken. Ein bisschen, aber je mehr verschwinde ich dann auch. Ne? Das ist auch nicht so geil. So, Blue Buff kommt gleich wieder, den würde ich mir auf jeden Fall gönnen. Blue Buff Gönnung, da sehe ich mich. Ja, welcome. Welcome, welcome. Nehmen wir uns noch fix den mit, den Boy. Zack. So, jetzt ist die Frage. Wo geht's hin? Mitte potenziell? Ja. Allerdings ist sie schon tot. Vielleicht kann ich da aber noch was. Ne, die sind beide. Ja, hier, das könnte aber funktionieren. Das könnte funktionieren. Das sieht gut aus. Das sieht very, very, very gut aus. Und jetzt da hinten drauf. Ah, komme ich nicht ran. Ja, ich würde. Ja. Klatsch, klatsch und nochmal. Zack. Sehr schön. Jetzt gönnen wir da auch nochmal einen durch. Ich weiß nicht, die kann ich, glaube ich, sogar fighten. Aber dann lassen wir das doch. Da bin ich raus. Hat die Flash jetzt? Nee, die hat sie nicht. Okay. Naja, mit Pike im Hintergrund noch und sie hat mich ignited. Wie sieht's Botlane aus? Caitlyn war wahrscheinlich schon wieder tot. Wir können mal gucken. Heilen wir uns, wenn wir das Camp angreifen? Wir haben 300 HP. Aber wir haben auch Red Buff. Dann geht's. Wobei wir auch wieder relativ viel Gold haben. Na, jetzt haben wir 600. Also das ist schon ganz nett. Das ist schon ganz nett. So. Ich habe mir ja überlegt, also, dass ich auf der Stance gehe. Aber vielleicht kaufen wir uns sogar... Ich glaube, wir kommen. Ein bisschen Spaß muss auch dabei sein, ne? Kaufen wir uns mal ein Draktarblade. Bisschen Spaß muss sein. Dann gehen wir jetzt noch der Stance. Also, ich würde niemandem empfehlen, so Full AD zu gehen. Wir hätten auch Trinity gehen können, aber ich will jetzt mal richtig AD-mäßig böllern. Also...
Ne? Muss ja auch mal ein bisschen Bock machen. Wir haben ja auch hier, ne, Gathering Storm, da kommt auch noch ein bisschen was bei zusammen, hoffentlich. Nee, also, ja, okay, ich bin da mal nicht so, kannst du haben. Ne, ich will mal nicht so sein. Ich meine, er macht ja auch gute. Ich auch, aber ich habe ja noch Red Buff, wobei meiner gleich ausläuft. Das ist halt nicht so geil. So, ich wäre für Mitte dabei. Und Taunty kommt gleich. Hier, komm. Jetzt hat sie halt einfach ihre Wege wasted. Das war nicht ganz so geil. Ich könnte jetzt drauf ulten. Die Frage ist, macht das Sinn? Oh, geil, das macht super Sinn. Lol, sie intet doch. So. Ja, da sieht man ein Drug-Tablet. Ich glaube, das Drug-Tablet mache ich auch mit meiner E drauf. Wir müssten Infinity. Vielleicht kaufen wir jetzt auch einfach ein Infinity Edge. Das wäre auch was, ne? Dann bräuchten wir aber noch ein bisschen mehr Crit. Wir gehen. Ja, ich glaube, wir warden mal im Red Buff. Ich glaube, der ist weg, aber wir können ja trotzdem mal gucken. Ja. Und dann, ja, Botlane ist halt schwieriges Land, sagen wir einfach mal. Schwieriges Land. Problem ist, im Late Game sind wir halt super squishy und werden. Hier, komm, brech ihn ab, brech ihn ab, brech ihn ab. Brech ihn ab. Okay, ich komme. Ja, okay, sie ist tot, aber. Vielleicht kann ich ja. Oh, ich hoffe, Nocturne kommt nicht. Oh, shit. Ja, da kann ich jetzt auch mein Drug-Tablet nicht verwenden. Ja, also 0-9 Bot, aber dafür gewinnen wir Mitte. Naja, Mitte, ja, weiß ich nicht, ob wir Mitte gewinnen. Ich gewinne Mitte vielleicht, aber wir gewinnen auf jeden Fall. Wir haben Top-Lane super fett, also es wird schon funktionieren, denke ich. Das sieht nicht schlecht aus. Ich pushe jetzt die Botlane rein, weil, ja, keine Ahnung. Das hier unten ist eh verlorenes Land. Das muss mal beendet werden hier. Das muss beendet werden, das Drama. So, gönnen wir uns den Tower. Ich meine, Crit wäre. Dann brauche ich halt vielleicht eine Sense Reaver noch oder so. So einfach so. Ich meine, Attack Speed. Ja, ich meine, Attack Speed ist gar nicht so schlecht auf Vi, wenn wir ehrlich sind. Ja, diese. Ich habe kein Ult. Jetzt sind wir auf jeden Fall tot. Ich hätte nicht flashen. Obwohl, doch, ich komme weg. Ich komme weg. Das ist gut. Das ist Gucci. Das ist Gucci. So. Der Botlane ist leider weg jetzt. Aber die haben gerade Herald Mitte gezündet. Das war ein ziemlich kluger Zug, muss man tatsächlich sagen. Es kann sein, dass Lucian gleich Botlane nochmal pusht. Na, vielleicht auch nicht. Na, weil sonst müsste ich gucken, weil ich habe kein Mana mehr. Leute, Danger. Danger. Okay, Nico ist tot. Das ist gut. Das ist very good sogar. Ah, oh, RIP. RIP. Gönnen wir uns die Wave noch. So. Also wir gehen auf Crit, Leute. Da wird gepinkt, aber ich habe kein Mana. Also ich weiß nicht, was ich. Ich muss shoppen. Ich muss shoppen. Außerdem sieht es doch gut aus. So. Das kaufen wir. BF Sword ist da. Und jetzt. Ja, den HP-Kristall, den halten wir einfach erstmal. Und dann gehen wir jetzt einfach aufs Infinity Edge. Ne? So, wir gehen zum Infernal. Den brauchen wir unbedingt. Wir haben schon 260 AD. Das ist ganz ordentlich. Ja, mittlerweile Kate hat sogar 2 Kills bekommen. Top. Ja, nee, das sieht gut aus. Eigentlich hätte ich ja gesagt, Top-Laner sind eh useless und können nicht carryen. Bei Yasuo ist das aber eine Ausnahme, ne? Yasuo, Irelia, so ein paar Ausnahmen gibt's und jetzt fühlen sich natürlich einige Leute von euch getriggert, aber ihr müsst ehrlich zu euch selber sein. Top-Laner ist halt richtig oft richtig useless. Also wenn da irgend so ein, keine Ahnung, es kommt natürlich auf den Champ an, ne? Es gibt schon welche, die hart carryen können. Sowas wie Jax, ja, Irelia, Yasuo. Ne, aber wenn du dann Renekton hast, ein Wukong oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Riven geht meist auch noch. Das sind Champs. Ja, keine Ahnung. Wenn du den Rest der Map gewinnst, dann ist Toplane komplett egal. Also, oder wenigstens Botlane gewinnst. Botlane, finde ich, ist immer größer als Toplane einfach. Aber in diesem Fall, ne, mit Yasuo. Ja, diesmal kriegst du. Ja, das habe ich gut gemacht. Die Frage ist, ob das reicht. Ich glaube nämlich nicht. Nein, 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 nein. Na, ich hab ne, man kann ja mit der Ult schön den. Ich habe den Stun von Pike unterbrochen. Also, dass ich nicht gestunt wurde. Ich weiß nicht, ob ich trotzdem gestunt wurde. Aber ich wurde, war halt in meiner Ult. Hat mir natürlich jetzt nichts gebracht. Also, wenn wir jetzt wirklich diesen Build gehen, was wir gerade machen, dann werden wir halt gigaweich sein. Also, wir dürfen niemals. Im Teamfight werden wir einfach komplett squishy explodieren. Das wird richtig schwierig werden. Aber vielleicht ist ja lustig, ne? Muss man mal gucken. Hätte ich direkt vor Anfang anbauen sollen, glaube ich. Aber nun gut. Er geht ja auch für so einen komischen Build. Ich meine, das geht schon, aber wenn du 2-5 bist, dann ist Tank einfach geiler, weil du einfach sonst. Ja, ich weiß nicht. Wenn er reingeht, ist er halt instant tot. Wirklich instant. Also genauso wie ich, aber ich töte wenigstens jemanden instant. Er hat so einen Attack-Speed-Build. Er muss 20 Auto-Attacks machen.
damit das irgendwie läuft. Na gut. Ich würde gerne... Ja, Lucian ist relativ tanky. Ich würde gerne Nico töten, wobei sie auch ihr Schild hat. Pike würde auch gehen. Ich würde aber gerne noch eben beide Buffs haben, wenn es geht. Nehmen wir uns den. Ich hoffe, Yasuo nimmt mir den nicht weg. Das wäre ganz angenehm. Wie viel kostet Infinity Edge? Kostet 1,3. 1,3. Zack. Dankeschön. Merci. Merci beaucoup. So. Wo können wir jemanden finden? Beziehungsweise töten? Nico ist gerade hier reingelaufen. Hier rein ist sie gelaufen. Oder? Achso, das war ihr Klon. Nee. Ja, also, für sowas ist diese Item-Build halt überhaupt nicht gemacht, ne? Für so mehr als zwei Personen geht vielleicht noch, aber mehr als zwei Personen ist over. Das sieht, wo ist ja so, ist der tot, der ist noch am Leben. Also wir müssen halt wirklich aufpassen, weil, also klug wäre es, wenn ich jetzt wirklich tank gehen würde, das wäre klug, ne? Möchte ich einfach nochmal so hart betonen, wie es nur geht. Das hat sie so hart verdient. Nice. Das war wirklich gut. Da kann man wirklich manuell... Da könnte man den Master-Emote benutzen. Das war wirklich gut. Wir verkaufen mal den scheiß AP-Stein. Brauche ich eh nicht. Pickaxe, ran damit. Oh, guck mal, wir haben sogar Infinity jetzt fertig. Geil. Das kann doch... nur die E, glaube ich, ne? Ach, keine Ahnung. Sehen wir dann. AP-Vibe steht dann noch an. AP-Vibe müssten wir auch nochmal spielen, aber hat nur die E. Ne, sonst... Wenn das Schild wenigstens mit AP skalieren würde, wäre es... Ja, immerhin ein bisschen lustig, aber nur die E. Das heißt, wir haben jetzt 25% Crit. Die Chance, dass... Oh, da war ein Crit. Die Chance, dass wir critten, ist relativ gering, aber... Eigentlich ist es komplett dumm. Also... Ich meine... Ob meine E jetzt crittet, ja, also klar, die kann nach hinten dann critten und Wave-Clear-mäßig, aber das ist ja wie normal Auto-Tech. Ist ja jetzt nicht so, dass es dann so wie Nasus, dass dann 2k Damage da einmal sind. Also klar, es macht schon ein bisschen mehr Schaden und so, aber ist jetzt nicht insane, hätte ich gesagt. Aber ist okay. Vielleicht kommt da jemand Botlane, ne? Da würde ich mich sehen. Komm, jetzt ein Crit. Oh, das war sogar ein Crit, cool. Bei dem würde ich mich auch sehen, aber... Und ein Crit, ne. Da kommt Pike. Ja, also ich würde halt echt gerne einen 1-on-1 machen. Da hätte ich Bock drauf. Hier, ein 3-on-1 geht auch. Das Wort, zack. Ui, das hat auf jeden Fall geböllert, muss man sagen. Das hat gekrittet und vielleicht sogar übersteuert, das weiß ich nicht. Wenn das ständig nur übersteuert, ihr müsst mir unbedingt sagen, Leute. Für mich ist das echt schwer, das nachzuvollziehen, so, wenn man sich seine eigenen Sachen anhört. Ich habe mir die natürlich selber auch angehört, ne, wie das so mit der Stimme ist, aber das ist halt... Ich meine, es muss ja nicht unbedingt der gleiche Sound sein wie vorher, ne. Es reicht ja, wenn es... Vielleicht anders kann ja auch besser sein, ne, oder auch gut sein. Anders muss ja nicht immer schlecht sein. Ja, aber wenn irgendwas hackt, dann... Aber mit meiner Sound habe ich schon immer... Das war schon immer richtig, richtiger Reudenscheiß. Okay, Inferno ist da. Den würde ich mir natürlich schnell holen. Und dann den töten, der gleich kommt, um den zu holen. Das ist doch ein guter Plan, oder? Das ist doch ein guter Plan. Ich muss jetzt nur Gas geben. Ich habe richtig viel Attack-Speed hier. Ich glaube, wir gehen jetzt auf ein Attack-Speed-Item. Guck mal, da kommt er jetzt. Wir warten noch kurz, weil dann ist er jetzt gleich hier. Und jetzt. Ha! Ha! Ich bin ein Genius! So. Und jetzt gehen wir. Hier habe ich auch mit der Ult richtig lange gewartet. Natürlich zum einen, bis sein Schild ausläuft und zum anderen, bis ich wieder für das Dings gehen kann. Für den, hier. Vier. Für wegen seinem Vier. So, wir haben jetzt die Möglichkeit, ich habe überlegt, eine Text-Speed ist gar nicht so schlecht auf Y eigentlich. Dann können wir richtig viele Auto-Tags machen. Besser wäre aber, wenn der Gegner einfach explodiert. Wir können uns ja einfach mal dieses Item hier angucken. Muss eine Sense Reaver raus? Baut sich hier Sense Reaver? Ist das hier ein Sense Reaver? Nee. Wobei das auch... Nee, das hat keinen Crit. Crit. Sense Reaver. 65 AD. Ja, das machen wir einfach.
Na, das machen wir einfach, machen wir es so. Ja, machen wir es so, so ist okay. 45% Crit haben wir dann. Ist schon eine bessere Chance, jemanden aus dem Leben zu böllern. Ne? Ist schon nicht verkehrt. Ne, weil ich will die Leute ja one-shotten. Was will ich mit Attack Speed? Also Attack Speed, ja, könnte not bad, aber ne. So, wir gönnen uns wieder beide Buffs. Taunt ist auch noch da. Zack. Na, Crit. Hier, Tau. Ja. Ne, ja, ja, ja. Jetzt langsam crittet der Laden hier. Das ist okay. Ne? Das ist very okay. Very, very, very. Ich komme. On the way. Under the way. Kann ich bitte ulten? Nee. Und zurückgefahren. Tschüss. Das ist sehr gut. Ne? Ach so, ja, Bruder, ist ja noch jetzt so. Oh, das geht. Ich würde mir aber eben noch gerne Red Buff holen. Ist das erlaubt? Ist das erlaubt? Da würde ich mich very sehen. Eben kurz. Ich meine, ich habe eh kein Smite. Zack, 1100. Wobei das am Red Buff ja auch mehr Damage macht. Machen wir den? Ich habe kein Smite, aber ich glaube, das geht. Ich bin nur sehr weich. Aber ich habe ja mein Schild. Es wird ständig reduziert. Das heißt, ich habe das relativ oft ready. Relativ oft ready. So. Geil. Essence Reaver kostet 2050. Das heißt, wir farmen, wir recken uns jetzt mit dem Red Buff. Wir killen jetzt gleich noch jemanden, der hier in den Jungle langläuft oder komplett random zur Toplane. Wir können ja die Toplane reinpushen und die will jemand verteidigen. Das ist eigentlich ein ziemlich guter Plan. Wobei die natürlich mit dem Buff sehen, ob ich in der Nähe bin. Ich hoffe, das geht jetzt weg, wenn ich hier bin. Ja, vielleicht. Okay, das ist Pike. Guten Tag. Ja, okay, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Den haben wir aber, also Pike haben wir halt komplett aus dem Leben. Ich weiß nicht, ob wir ihn gekrittet haben. Aber den haben wir komplett weggemördert. Eigentlich müssen wir jetzt noch ein Crit-Item kaufen. Die Frage wäre, welches? Also AD-Crit-Items habe ich die. Ich meine, ich könnte einfach noch ein Infinity. Eigentlich macht das, ganz ehrlich, ich glaube, wenn wir jetzt noch ein Essence, ah, das ist einmalig, oder? Da steht Unique Passive, aber, ja, das ist kacke. Steht das, aber, warte mal. Ja, das ist natürlich doof. Ist das denn, ja. Weil sonst hätte ich halt, ich habe ja diese Rune, die CDR umwandelt, ne, das wäre nochmal, ich glaube 12 AD pro 10%, wäre nochmal 24 AD drauf gewesen, das wäre ein ziemlich gutes Item gewesen. Aber, ja, ich glaube, wir kaufen trotzdem noch einen Essence Reaver. Weil Attack Speed sehe ich mich nicht, ne? Ich meine, wie oft haben wir gerade den Pike angegriffen? Mit Auto-Attacks. Ich glaube, eh haben wir vielleicht gemacht. Das war aber auch alles, ne? Und ob das jetzt wirklich ein Auto-Attack ist, kann man, ups, drüber diskutieren. Ich würde ja gerne nochmal eine Rechnung mit Nico, Lucian, eigentlich mit jedem von denen, wobei Irela, glaube ich, gefährlich ist. Lucian könnte auch gefährlich sein, aber ich glaube nicht. Zack, einmal da durch. Bam. Na komm, jetzt ein Crit. Jetzt ein Crit. Ah, ich weiß. Jetzt. Ha! Ah, oh, war keiner. Red Buff kommt. Merci. Steht. Ist gar nicht mal. Es steht 31-34. Ist gar nicht mal so. Er geht full in Silas 2-10 mit full AP. Ja, kann man drüber diskutieren. Ja, die haben wir denn? 500. Das ist schon okay. Das ist schon okay. So. Ja, also ich wäre dabei. Und den auch noch. Da würde ich mich auch noch sehen. Ich habe zwar keine Ult, aber ich sehe mich da. Ne. Erstmal kurz nochmal kurz raus. Ich habe ja Red Buff. Ich regge. Ich regge ziemlich schnell. Und jetzt geben wir ihm Dr. Faustus ins Gesicht. Sieht er mich hier? Nee. Ich glaube, hier sieht man mich nicht. Ah, auf den habe ich eigentlich gar keinen Bock. Und er hat mich gesehen. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Oh, Inferno Dragon. Der dritte. Heilige. Dann haben wir AD. Bitte nimm das nicht ohne mich. Danke. Der dritte Inferno Dragon. Smite macht 950. Okay, da müssen wir. Okay, der ist auf jeden Fall RIP. Oh, das war knapp. Sehr gut. So. Ich würde sagen, ja, ich gehe noch mal kurz shoppen. Ne, jetzt, ich. Ja, kaufen wir das. Wobei eigentlich Infinity Edge hat mehr, hat 80 AD. Eigentlich muss ich Infinity Edge kaufen.
Ich habe irgendwie noch die leise Hoffnung gehabt, dass die CDR doch umgewandelt wird, aber das wird sie. Ich schwöre, die wird nicht umgewandelt. Deswegen können wir das auch lassen. We absolutely wasted Baron. Ja. Wenn du nicht so hart hinten würdest, dann würden wir auch nichts wasten. Wobei mittlerweile geht's, ne? Aber wir haben 580 AD. Jetzt müssen wir nur jemanden über den Weg laufen. Zum Beispiel sie, aber sie. Jau! Okay, jetzt habe ich kurz geintet, aber. No! Crit! Crit! Ja! Das sah lustig aus, irgendwie. Einmal so draufgehauen und zack war sie weg in ihrer Reduzierung. Ich hab leider geintet, weil normalerweise wäre Auto-Tech eh oder noch Q. Ich hab geintet kurz. Also ich hätte mehr Damage machen können. Aber es ist okay, ne? Guckt euch das an, das fliegt auch relativ fix um mir. Ich meine, ich farm gerade auch ein bisschen viel. Ne? Müsste nicht so viel sein. Wir gehen jetzt. Wir gehen Top-Lane durch, würde ich sagen. Klatsch. Klatsch. Klatsch, klatsch, klatsch. Ultimate ist auch wieder ready. Wie viel Cooldown hat der Laden? 40? 40er? 40er? Hab. Hab. Naja, so macht mittlerweile auch Arbeit. Tower kriegt auch übelsten Damage hier. Ich glaube, wir können sogar beide Türme hier angreifen mit der E, oder? Könnte gehen. Ich würde aber gerne jetzt nochmal irgendwie gegen irgendwen irgendwo was machen. Komm. Irgendwer, irgendwie, irgendwo. Na, ich krieg Aggro. Hallo? Stoppen Sie das? Mein Yasuo ist tot. Das ist schon mal gut eigentlich. Ich will jetzt auch nicht inten. Okay. Das ist schlecht. Ja, so viel dazu. Ich hätte vielleicht noch Ult drücken können, aber da hätte ich noch mein Schild bekommen. Vielleicht, ich glaube, ich hätte es überlebt. Ja, wobei mein Schild hat nicht so gut. 300, also, ja. Schwierig. Schwierig, 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 schwierig. Schwierig, ne? Jetzt, aber wir haben gleich Infinity, Leute. Nochmal fertig. Na? Da-da-di-da-da-da. Also, aber grundsätzlich war er aktuell, ne, ihr solltet nicht so ein Trollbild machen wie ich, aber grundsätzlich sehr starker Jungler gerade, sehr, sehr gute Ganks, kann auch, ja, im Late Game vielleicht nicht mehr ganz so gut, aber vor allem im Early und Mid Game super krass carryen, natürlich auch vor allem durch die Ganks, kann aber auch sehr gut snowballen. Die ist tot, die, ja, so, 3 Infernal Drakes und 75% Crit. Das sind 630 AD. Na, da fehlt noch ein Pot. Aber das heißt so viel wie tut weh. Ich hoffe, die enden jetzt nicht, aber ich glaube, die werden jetzt enden. Ich würde noch eben schnell den Blue Buff für 10 AD, 12 AD mitnehmen, aber ich glaube, das war's. Zack, 1900 Crit. 1900. Das tut weh. Alter, hier 90 plus 710. Wobei die 710 natürlich hier raus, ne? Das ist gar, also es ist ja wie ein Auto-Tech, ne? Plus ein bisschen Damage und ein bisschen Scaling mehr. Leute, ich bin unterwegs. Don't end. Send me. Ich komme. No. Den Lucian vielleicht. Ha, jau. 710, naja. Komm, einmal noch. Und nochmal 710. Und. Ja, okay. Ja. Der Helikopter! Okay. Komm schon. Na, okay. Das war's. Ja, okay. War eine schöne Runde. War sogar ein Ranked. Aber ja, war okay. Eigentlich hatte ich gar nicht vor, sowas zu bauen. Eigentlich wollte ich einfach nur weiß spielen. Aber es war auf jeden Fall in Ordnung. Ne? Wie gesagt, lasst mir gerne euer Feedback da. Ne? Bitte. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen. Und tschüss.